Und nun ist die zweite Saison fertig. Wir haben über 20 Aktien gekauft, über rund 100.000 Franken, also genau 100.000 Franken investiert. Und wir haben das deshalb in so viele Aktien gemacht, damit uns keine Aktie wirklich einen ernsthaften Verlust hinzufügen kann. Und das ist wichtig, denn jetzt sprechen wir mal über die Verluste. Wenn ich das Aktiendepot anschaue, dann habe ich am meisten mit Nokia verloren. Und wenn ich jetzt nur einen Grund dafür sehe, dann liegt es vielleicht sogar daran, dass viele Leute Nokia schlecht finden. Es ist die einzige Aktie, wo ich wirklich einen lustigen Kommentar gekriegt habe, und zwar ein Gedicht. Kann das auch Viren? Nein, das ist zu dumm dazu. Das kann nur telefonieren. Auf diesen Blogger hätte ich hören müssen, hätte ich sie wieder verkauft, hätte ich den Verlust nicht. Aber wissen wir das im Voraus? Wir wissen es nicht. Und wenn ich die anderen Firmen anschaue, Electrolux, ein Unternehmen in den Haushaltgeräten, Metro, ein Unternehmen im Detailhandel in Deutschland, Smith & Nephew im Waffenhandel, die haben wirklich sehr wenig miteinander zu tun. Wir haben dort Verluste gemacht, das gehört dazu. Und etwas, das ganz wichtig ist, ist, weil wir nur 5% von jeder Aktie gekauft haben, haben wir nur 5% von diesen Verlusten hier erfahren. Also nur 5% von 18% Verlust bei Nokia, das ist gerade mal ein bisschen weniger als 1%. Und das ist das Zentrale. Wenn man viele Aktien kauft, können auch falsche Entscheidungen nur wenig beitragen. Was aber auch wichtig ist, wenn ich das ganze Portfolio anschaue, und nächste Woche werde ich über die Gewinne sprechen, dann habe ich gerade etwa so viel Geld noch auf dem Konto, wie ich damals investiert habe. Es hat also auch Gewinne gegeben. Und das ist die Idee von einer breit diversifizierten Anlage. Gewinne und Verluste führen dazu, dass man nicht zu große Risiken hat und dass man doch im Durchschnitt gar nicht so schlecht dasteht. Denn besonders gut war dieser Aktiensommer nicht. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg beim selber investieren.